Pyro FX Germany HD. Ich wollte euch heute mal meine Böllerreste zeigen, die ich noch habe von vor 2, 3 Jahren übrig. Fangen wir mal an. Einmal Reibkopfknaller Harzer Art von Keller, 20 Stück. Eine Packung habe ich davon noch. Dann auch nochmal Reibkopfknaller nach Harzer Art von Keller mit dem etwas neueren Logo mit schwarzem Hintergrund hinterlegt. Diesmal aber 30 Stück und auch mit Zündbrett wie bei den 20ern. Davon habe ich schon zwei Packungen noch übrig. Dann Weco Headbanger 16AD Böllerkette. Zwei Stück. So, und hier haben wir die Packungen einzeln rumfliegen. Haben wir Pyrocracker von Comet mit dem Kung Fu Label. Superbälle 1 von Comet, wieder mit dem Kung Fu Label. Pyrocracker Comet, China-Böller B von Comet, Superböller 1, dann hier eine aufgerissene Verpackung Superböller A von Keller. Superbälle A von Keller einzeln. Dann Superbälle 2 von Comet. Superbälle B von Keller. Auch schon aufgerissen. Der war auch noch mit in der Verpackung. Packet Cracker von Keller. Und hier noch eine offene Packung Superböller 2 von Comet. Ja, ziemlich hart. Hinten weich, vorne etwas besser zugestopft, hinten mit roter Pest, aber da kommt nichts raus. Ja, Verarbeitung ganz okay. Nochmal China-Böller B von Comet. Nochmal. Und hier haben wir noch ein paar von Weco Knaller Brigant mit Reibkopf. Noch so ein paar Stück. Ja, das war's. Diese Böller werde ich zum Warmschießen holen an Silvester. Die neue Feuerwerksbestellung ist schon getätigt bei zwei Feuerwerks-Online-Shops. Da kommen noch Videos Ende Dezember. Ja, bis dann, wir sehen uns. Tschüss.